fish tight, holding on and won't let go. Every piece of me just wants to leave. Unravel it all, row by row. I'm tired of telling to you. Ooh, this great love won't let me lose. You got me in knots. Hallöchen, guten Abend. Na, wie geht's euch? Ich habe mir gedacht, ich werf mal einen kleinen guten Abend-Streamer wieder ein, weil ich ein bisschen Bock auf PHP-Coden bekommen habe. Und wir haben da so ein kleines Projekt, was ich gerne umgesetzt hätte demnächst. Das hier ist so die erste Version. Also ich habe mir schon mal so ein paar kleine Design-Elemente zusammengeklickt. Es geht darum, dass wir haben eine Förderung bekommen für Escape the Loop und für Can't Drive This. Und zwar vom FFF Bayern. Und für diese Förderung ist es wichtig, dass man aufschreibt, wie viele Kosten da entstanden sind bei dem Projekt. Und das machen wir, indem wir momentan eine super hässliche
Google Doc-Datei jeweils unsere Kosten so auflisten. Also wir tatsächlich, wenn wir halt irgendwas kaufen, was für Escape the Loop oder für Can't Drive This ist, dann packen wir das auf diese Google Doc-Liste und die Buchhalterin rechnet es dann zusammen und wir haben ein Konto für Can't Drive This, ein Konto für Escape the Loop und das Geld wird dann immer überwiesen. Also von einmal pro Monat, alle Kosten, die angefallen sind für Can't Drive This, werden eben auf unser Hauptkonto überwiesen. Genau, und da das super kompliziert ist mit dieser Google Doc und hier die Buchhalterin muss reinschauen und Mitarbeiter müssen ihre Stunden eintragen, wie viel sie für Escape the Loop, wie viel sie für Can't Drive This gemacht haben, habe ich schon ganz oft den Wunsch von Kollegen eben gehört, dass es doch geil wäre, wenn es da irgendwie ein Tool dafür gäbe. Und das hätte halt auch für uns halt wahnsinnig große Vorteile, weil es ist ziemlich doof, wenn man halt vergisst, diese Stunden einzutragen. Und hätten wir ein Tool dafür, könnte man so ein paar Checks einbauen. Also zum Beispiel, also grundsätzlich ist wichtig, dass man als Mitarbeiter seine Stunden einträgt, wenn man für eins der beiden FFF-geförderten Projekte gearbeitet hat. Da muss man halt reintragen, wie viel lang das war. Und was man zum Beispiel einbauen könnte, ist, check mal im Git, ob für eines der beiden Projekte von irgendeinem bestimmten Mitarbeiter etwas committed wurde. Weil wenn ja, dann wäre es sehr seltsam, wenn gar keine Stunden eingetragen sind. Oder wenn montags ein Meeting ist zu einem bestimmten Projekt, jeden Montag, und es sind keine Stunden eingetragen, könnte man halt auch so einen kleinen Check machen und eine E-Mail rausschicken und halt kurz fragen, hey, stimmt das eigentlich? Ist es so richtig? Was ja durchaus sein kann, wegen Feiertag, was auch immer. Also ich könnte mir da einige coole Anwendungsfälle ausdenken. Ja, ich glaube, ich gehe mal im Laufe des Streams da ein bisschen näher drauf ein, was das alles für Vorteile hätte. Aurelio Kessler, schön, dass du wieder da bist. Du bist doch heute Mittag auch schon da gewesen, oder? Glaube ich. Kerl Cells, guten Abend. Freaklord X, schön, dass du da bist. ZMash 23 und Leifelass ist auch da. Cool. Ah, danke schön, Freaklord. Sehr geil. Vielen Dank für den Stream. Für den Stream. für das Abo. Sehr cool. Danke. Über XMPP meine Mitarbeiter nerven. Man könnte tatsächlich auch das über XMPP machen. Ja, also wir haben ja ein internes XMPP. Und da könnten wir tatsächlich auch über XMPP Nachrichten schicken. Ich glaube, ich würde eher per E-Mail bevorzugen, weil es halt einfach irgendwie so ein geordneterer Ablauf ist im Code. Aber gut, wir sind eigentlich offen. Also vor allem, was theoretisch richtig cool wäre, ist, dass es gibt ja viele Projekte, die vom FFF oder von anderen Fördereinrichtungen gefördert sind. Und es ist doch ein bisschen komplizierter, als man denkt. Also ein Beispiel ist jetzt zum Beispiel, dass du auch, wenn du eine FFF-Förderung bekommst, musst du auch darauf Acht geben, wie viel Prozent deiner Ausgaben für das Projekt innerhalb Bayerns sind. Und ganz am Ende, also wenn wir zum Beispiel, wir haben bei Escape the Loop 70.000 Euro Förderung bekommen und ganz zum Ende des Projekts wird dann abgerechnet und es wird geguckt, wie viel Prozent des Geldes wurde wirklich in Bayern ausgegeben. Und naja, es ist halt, also das ist ja nicht so, dass du jeden Tag irgendwie da hockst und dann alles zusammenrechnest und sagst, okay, Bayern, nicht Bayern, Bayern, nicht Bayern, wie viel Geld ist das insgesamt, wie viele Stunden von Mitarbeitern, die in Bayern angemeldet sind, sind jetzt abgerechnet, wie viele Kosten entstehen dadurch. Also es ist schon relativ kompliziert, das auch permanent so zu tracken. Und ganz ehrlich, man macht das halt nicht. Man rechnet das halt alle paar Monate mal zusammen und peilt es grob über den Daumen, damit man in der Endabrechnung halt richtig liegt. Also du darfst mehr Geld in Bayern ausgeben, aber eben nicht weniger. Sonst wird das Geld eben gekürzt. Und was halt, das wäre halt in dem Tool halt richtig geil, weil du könntest nochmal so einen Check einbauen, dass der halt regelmäßig prüft, ah, ist die Bayern-Quote jetzt okay, ist sie nicht okay, sodass man halt jederzeit so ein bisschen nachjustieren kann. Aber da fallen mir noch tausend andere. Achso, was natürlich auch ein Punkt ist, ist, wie viel Geld hat man überhaupt insgesamt übrig? Also wenn das Projekt ein Budget von 100.000 Euro hat, dann, das hört sich nach viel Geld an, allerdings geht das mit 18 Mitarbeitern halt schnell weg und es ist halt wichtig zu wissen, wo stehen wir denn gerade, wie viel Geld haben wir denn bisher verbraucht. Wir wissen das schon, aber mit unserer Google Doc und mit dem Konto etc., allerdings wäre es schon echt nice zu sehen halt, ob, wenn man so einen Graphen hätte zum Beispiel, der halt automatisiert erstellt wird, wenn es da täglich Updates gäbe, also
Features fallen mir da unendlich viele ein. M-Checks, Grüße. Schön, dass du da bist. Und Drone King ist auch wieder da. Sehr cool. Ja gut, hab noch keinen Strich gemacht, ne? Könnte man loslegen. Erstmal zu den Anforderungen. Also, ich mache das immer gerne in Text. Und zwar, was wir haben wollen. Ich spreche das erstmal ab. Dateiname ist super wichtig. Also, momentan ist es so, in Drone King, ich programmiere das Tool in PHP und MySQL. Also momentan ist der Ablauf so, wir haben eine Google Doc Datei, da ist eine Spalte Datum, da ist eine Spalte Mitarbeiter, da ist eine Spalte Stunden und Bayern-Effekt. Bayern-Effekt bedeutet, ist der Mitarbeiter in Bayern angemeldet. Bei uns ist eigentlich jeder Mitarbeiter in Bayern angemeldet, aber wer weiß, ob sich das nicht in Zukunft ändert. Und es gibt abgerechnet. Ja, nein. Abgerechnet, ja, nein bedeutet, wir haben eben dieses Projektkonto, darauf liegt das ganze Geld für ein Spiel. Und wir haben ein Hauptkonto, das benutzen wir halt einfach, um täglich einfach irgendwie Ausgaben zu bezahlen, also auch Gehälter beispielsweise. Und die Gehälter werden immer von diesem Hauptkonto bezahlt und am Ende des Monats wird zusammengerechnet, wie viele Stunden hat Mitarbeiter X investiert in zum Beispiel Escape the Loop oder Can't Drive This, und das wird dann vom Projektkonto überwiesen auf das Hauptkonto mit dem entsprechenden Text, damit es halt möglichst transparent ist. John King, du bist auch aus Bayern, cool. Hört ihr das Knacksen auf von dem Handy oder erinnere ich das? Jo, also das sind die Felder, die Kollegen derzeit eintragen. Wo bist du eigentlich genau her? Aus Bayern. Sehr groß. Aurelio Kessler, kannst du gerade eine Voraussage für ungefähre Kosten in der Zukunft treffen, anhand von vorhandenen Daten und wann das Fördergeld verbraucht ist, ungefähr in der Zukunft? Also das Geld für Can't Drive This wird so in etwa zwischen September und Dezember aufgebraucht sein. Bis dahin wollen wir das Projekt auch fertig haben. Und aktuell sieht es so aus, als würden wir es hinbekommen. Ich denke auch, das bleibt dabei. Handyknacksen hat man gehört. Okay, ich habe schon ein bisschen weiter weggelegt. SGT Moom. Guten Abend. Schön, dass du hier bist. Okay, also Kollegen geben ein. Und das ist täglich. Datum mit dabei. Pro Projekt. Das ist das, was die Kollegen eingeben. Allerdings wird das ja eigentlich dann von der Buchhalterin, Katrin heißt sie, einmal im Monat umgerechnet. Weil uns jetzt dem FFF interessieren am Ende des Monats nicht, wie viele Stunden daran gearbeitet wurde. Okay, das interessiert sie natürlich schon. Aber im Endeffekt geht es darum, wie viele Kosten sind dadurch entstanden. Das heißt, was wir eigentlich wollen, ist Tabelle. Also es soll halt am Ende einfach eine Tabelle geben, irgendwie wie einfach ein Konto. Und daraus soll man die Kontobewegung ablesen können. Nennen wir es mal Kontoauszug. Und bei jedem Eintrag soll es einen Timestamp geben. Also wann ist dieser Eintrag gemacht worden? Wann wurde der Eintrag gemacht? Das ist wichtig. Datum, weil du kannst ja auch, wenn du jetzt heute etwas einträgst, kann es ja auch für gestern gewesen sein zum Beispiel. Wenn es täglich ist, muss man dann noch das Datum einkönnen. Genau, richtig. Datum, Posten, nochmal Type. Type HR oder Other. Also ihr kriegt das, also die Programmierer unter euch kriegen das, glaube ich, schon ein bisschen mit, dass das hier wahrscheinlich eine MySQL-Tabelle wird. Deswegen sieht das jetzt vielleicht für jemanden, der nicht programmieren kann, ein bisschen seltsam aus, dass ich jetzt hier Type zum Beispiel als Feld mir einfüge. Aber letztendlich, ich möchte halt eine Tabelle haben ganz am Ende,
wo es Einträge gibt. Datum, Type, Timestamp, Amount. Amount ist wie viel Geld tatsächlich. Amount, Balance. Amount, Amount, Change. Also wie viel Geld bewegt sich in welche Richtung. Amount. Ach, Amount ist schon okay. Dosenbier Games. Guten Abend. Wie kommt denn dieser Name zustande? Sehr geil. Nasilia, unter welchem Datentyp speicherst du Boolean-Werte in einer MySQL-Datenbank? Ich würde auf jeden Fall in Enum machen. Joefish, hey, guten Abend. Pula 1904, gerade erst eingeschaltet. Was zur Hölle ist der Bayern-Effekt? Ja. Wenn du eine Förderung vom FFF Bayern bekommst, da kannst du in Games, da kannst du eben eine Förderung bekommen für ein Computerspiel. Und die Michaela und die Lena kümmern sich darum. Und der Bayern-Effekt bedeutet, dass wenn du hier so einen Antrag abschickst, zum Beispiel für eine Konzeptentwicklung, dann musst du irgendwo sagen, wie viel Prozent aus Bayern kommt. Wo steht es denn? Vielleicht gibt es das in einem Moment. Moment. Kulturtest Games? Nein. Antrag Games. Hier. Bayern. Gibt es gar keinen Bayern-Effekt mehr? Ich bin verwirrt. Also wir haben auf jeden Fall einen Bayern-Effekt, den wir einhalten müssen. Vielleicht ist der auch rausgeflogen. Nee, das glaube ich nicht. Naja, ich schätze mal, dass der Bayern-Effekt schon noch da ist. Zumindest bei uns gibt es den. Das bedeutet, wir haben 70.000 Euro für Escape the Loop bekommen vom FFF Bayern. Das ist als Kredit. Und den müssen wir nicht zurückzahlen, wenn das Projekt ein Flop wird. Wird es natürlich nicht. Wird kein Flop. Und daher müssen wir wissen, wie viel Prozent der Ausgaben in Bayern ausgegeben werden, weil wir nämlich eine bestimmte Quote erreichen müssen. Weil das ist ja bayerisches Steuergeld, was da investiert wird. Und daher ist es eben wichtig, dass ein bestimmter Prozentsatz davon in Bayern ausgegeben wird. Pola, ja, finde ich auch nett, dass es sowas gibt. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wir haben davon schon sehr viel profitiert. Okay, also nochmal zum Kontoauszug. Datum soll drin stehen, Type, HR, Other, Enum. Das soll einfach heißen, ja, woher kommen die Kosten? Durch Mitarbeiter oder durch andere Geschichten? Und was man noch machen könnte, Reference-ID. Reference-ID, da habe ich mir gedacht, dass man vielleicht für bestimmte Einträge vielleicht irgendwie eine Referenz haben möchte. Nee, das ist eigentlich blöd. Nimm mal anders. ID. Es gibt einfach nur eine ID, ein Datum, Type, Amount, Timestamp. So, fertig, Bums. Ah, Description. Und hier wurde irgendwie gesagt, Balance Change. Balance Change. Finde ich besser, ja. Danke, Dakau 1707. Ah, endlich mal ein lauter Stream. Da kann man sich die Lautstärke schön selber regeln. Tatsächlich, Fraser 05, das freut mich. Ich habe ein bisschen lange rumgespielt tatsächlich mit dem Sound. Okay, ja, also ich will, dass Mitarbeiter das hier eingeben, beziehungsweise einiges davon können sie ja weglassen, also weil das sich das Skript selbst denken kann. Aber letztendlich wird das eingetragen und es soll einen Kontoauszug geben. Das ist das Resultat des Ganzen. Oh, das ist aber nur Option A. Einträge möglich via Option A resultiert in, also du kannst entweder Stunden eintragen als Mitarbeiter, die du abrechnen möchtest, oder generelle Kosten, wie zum Beispiel Rechnungen von Rechtsanwalt für Markenanmeldung. Und wenn du solche generellen Kosten eingeben möchtest, dann brauchst du, was musst du denn eingeben? Ein Datum tatsächlich. Auch wieder abgerechnet, ja, nein.
wer die Rechnung gestellt hat. Betrag. Also, wer hat die Rechnung gestellt an uns? Zum Beispiel in dem Fall der Rechtsanwalt für eine Markenanmeldung. Dann zu welchem Datum wurde die Rechnung gestellt? Wer hat die Rechnung gestellt? Welcher Betrag? Und ist Umsatzsteuer dabei? Das ist ziemlich wichtig. Achso, Bayern-Effekt. In Bayern? Ja, nein. Okay. Und dieses Tool ist übrigens auch dafür gedacht, hey, Firesplash, schön, dass du wieder da bist. Das Tool, was ich vorhin noch erwähnen wollte, mal angenommen, das wird geil, das Tool, könnte man das theoretisch ja auch anderen Leuten geben, die jetzt irgendwie eine Förderung für den FFF oder vom FFF bekommen haben. Natürlich nur, wenn es geil wird. Also das ist jetzt erstmal für uns gedacht. Da spart man sich halt ganz, ganz viel Arbeit, wenn man das jetzt nicht irgendwie Multi-Channel bla 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 macht. Uns persönlich würde es halt extrem viel helfen. Und es gibt ein paar Sachen, die einfach nur auf uns passen. Also zum Beispiel, dass ein Git-Repository gecheckt wird, wenn du als Mitarbeiter was eingecheckt hast für das Projekt und du hast keine Stunden abgerechnet, dann muss irgendwas verkehrt sein. Das könnte er checken. Oder wenn du über ein Game getweetet hast, zum Beispiel, er kann er nach Hashtags suchen. Und wenn Andi zum Beispiel einen Tweet zum Thema Can't Drive This gemacht hat, hat aber keine Stunden dafür abgerechnet, dann scheint auch irgendwas nicht richtig zu sein. Also man könnte da ganz, ganz viele coole Checks einbauen und ich stehe auf so einen Scheiß. Ich finde es irgendwie geil. Und diese Einträge, dass die fehlen, das liegt auch nicht daran, dass man irgendwie einfach das nicht eintragen möchte, sondern das vergisst man einfach leicht, solche Stunden einzutragen. Und das ist dann halt nachteilig für uns. Pola 1904, also wenn euer Rechtsanwalt aus Bayern kommt, habt ihr ja theoretisch das Geld in Bayern ausgegeben. Also zählt das zum Bayern-Effekt oder bin ich komplett auf dem Holzweg? Nee, Pola, du bist exakt auf dem richtigen Weg. Genau so ist es. Also wir haben einen Vorteil damit, wenn wir das Geld bei einem bayerischen Rechtsanwalt ausgeben. Heißt nicht, dass wir jetzt immer nur versuchen, das Geld in Bayern auszugeben, aber wir müssen halt auf unsere Quote aufpassen, weil mal angenommen, ich glaube, wir haben angegeben, dass wir mehr als 100% der Fördersumme in Bayern ausgeben. Mehr als 100% kommt daher, dass wir einen Eigenanteil haben. Das heißt, wir haben 70.000 Euro für Escape the Loop bekommen vom FFF, haben 30.000 Euro selbst eingelegt. Das bedeutet, wir haben gesagt, glaube ich, lass mich lügen, irgendwie so 80-90% des Gesamtvolumens geben wir in Bayern aus, was realistisch ist, weil die meisten Kosten entstehen durch Mitarbeiter bei uns. Und das resultiert in einem Bayern-Effekt von über 100%, weil sich der Bayern-Effekt nur auf den Anteil bezieht, den der FFF eingelegt hat. Das heißt die 70.000. Firesplash, ich finde es nice, Ben, dass du gerade pro Mitarbeiter sprichst. Die meisten Systeme, die sowas können, gehen leider immer primär darum nachzuweisen, ob und nicht, dass der Mitarbeiter was gearbeitet hat. Ja, also ich meine, es geht nicht darum zu überprüfen, ob jemand was gearbeitet hat, weil ich bin ja jeden Tag im Büro, das sieht man ja. Außerdem vertraue ich den Kollegen. Es geht darum, dass man halt vergisst, die Stunden einzutragen, was jedem passieren würde, also inklusive mir. Die Release-Party alleine wird schon 100% werden. Das stimmt, das wird tatsächlich 100% Bayern-Effekt. Wenn wir nicht irgendwie Whisky aus Irland importieren. Aber das machen wir eh nicht. Ich trinke nämlich keinen Whisky. Okay. Na gut, dann ich fange mal mit der MySQL-Tabelle an. Das finde ich eigentlich immer am schönsten. Ich habe mir hier ein bisschen was zusammen gebastelt. Genau, ich habe hier eine ganz nackerte Datenbank, die Accounting-Datenbank. Paddy, hey, schön, dass du da bist. Nette neue Frisur, vielen Dank. Ich war heute Nachmittag beim Friseur, haben ja manche mitbekommen. Okay, jetzt muss man kurz nachdenken. Das hier ist eigentlich nur die Eingabe des Nutzers. Das hier unten ist die MySQL-Tabelle. So.
Und das muss ich irgendwie jetzt in cool machen. Das heißt, der Kontoauszug, der muss irgendwie eine Tabelle sein. Und ich würde mal sagen, Kontoauszug. Vorschläge? Tabellenname für diesen. Es geht ja im Prinzip tatsächlich um Kontoauszug. Und ja, es ist. Balances, nee. Transactions? Wie findet ihr Transactions? Oder Cost? Cost? Nee, Cost ist auch verkehrt, weil vielleicht kommt ja irgendwie Geld wieder rauf wegen irgendwas. Das englische Wort für Kontoauszug. Boah, Kontoauszug Englisch. Fällt mir jetzt nicht ein, das ist ganz schön peinlich. Accounts. Statement of Account. Nee, das ist kein schönes Wort. Das gefällt mir nicht. Nee, die Tabelle darf nicht Statement of Account heißen. Statement? DCC. Kontoauszug. Ja, okay. Statement ist besser. Aber ist Statement cool? Banksheet. Passsheet. Statement gefällt mir bisher am besten, aber ich weiß nicht irgendwie. Wie findet ihr denn Transactions? Transactions? Nee, Transactions ist im MySQL-Kontext blöd irgendwie. Ja, Accounting ist blöd, weil die Tabelle, Datenbank halt schon so heißt. Wir machen mal Statement einfach zuerst. DAX. Vielen Dank für den Tipp. Nee, Statement machen wir hier. Wir können es ja noch dann noch umbenennen, sagte er und änderte es niemals wieder. Ich sage euch, in 3 Jahren benutzen wir das Tool immer noch und das heißt immer noch Statement, weil ich mich jetzt hier spontan dazu entschlossen habe. Wie viele Felder? ID, Datum 3, 4, 5, 6. Allerdings, was ich vergessen habe, Project, weil wir haben ja zwei geförderte Projekte und zwar Can't Drive This und Escape the Loop. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ID, Projekt, Datum, Description. ID. Projekt. Datum. Project. Date. Description. Description. Type. Balance change. Timestamp. Moment, wieso Datum und Timestamp getrennt? Weil Timestamp bedeutet, wann wurde es eingetragen. Aber es ist eigentlich gut, dass du sagst, weil dann ist Entry. Wenn du das nicht verstanden hast, warum Timestamp und Datum getrennt ist, dann war die Benennung nicht richtig. Firesplash, Paddy, denkst du auch? Ah, okay. Okay, ID ist ein Int, passt. Auto Increment, Primary Attribute unsigned, weil wir nur positive Werte brauchen. Int passt auf jeden Fall. Project, Varchar 255. Oder wollen wir ein Enum nehmen? Ach, wir machen kein Enum, weil wenn ein neues Projekt hinzukommt, das kommt nie vor oder ganz selten, dann musst du jedes Mal dieses Datenbankfeld anpassen, hast es dann vergessen und ärgerst dich dann tierisch. Da machen wir ein Latin 1. So, weil wir wollen hier keine Umlaute und so Krams. Ich meine Sonderzeichen Krams. Passt so. Date Time. Nee, Date natürlich. Oder? Datetime? Nee, Date. Geo Indie. Guten Abend. Danke fürs Reinschalten. Lumaka. Created Ad klingt schon ein bisschen schöner und ist öfters der Standard. Created Ad. Ich habe das so oft schon benutzt hier, deswegen würde ich. Ja. Weißt du, man muss ja auch offen für Vorschläge sein. Nochmals Created Ad, Lumaka. Danke für den Tipp.
Okay, Description, da wollen wir wiederum schon UTF-8. Weil, ja, wollen da vollkommen frei sein. Type Enum, weil da wollen wir nicht so viele Möglichkeiten haben. HR und Other. Erstmal, da werden noch dazu mehr dazu kommen. Balance Change. Balance Change geben wir nur in Cent ein, und zwar in Euro. Das heißt, das wird kompliziert. Nee, das machen wir trotzdem so. Balance Change, nur Int, kann positiv und negativ sein, deswegen machen wir nicht unsigned. Int ist natürlich vollkommen übertrieben von der Größe her, aber ist wurscht. Speicherplatz und Performance ist uns jetzt hier egal. Nicht egal, aber das wird so, werden so wenig Einträge werden, das passt schon so. Fertig. Geld in Int. Nee, nicht Double. Ich mag Double nicht. Ich möchte, dass alles in Cent einfach eingetragen wird. Das finde ich eigentlich echt cool. Also ist echt praktisch. Warum nicht gleich CP437, sagt Joefish. Ich dachte, SQL-DBs sind UTF-8 nochmal. Ja, also ich habe UTF-8 hier eingestellt. Ich habe Latin 1 nur hier und hier. Das gefällt mir nicht, dass es zwei verschiedene sind. Macht keinen Unterschied, aber sieht einfach schöner aus. So, also das ist Latin 1, das ist Latin 1 und das ist UTF-8, weil wir da irgendeinen Krams drin haben wollen. Bin, ach, egal. Nicht so genau nehmen. Was ist mit Currency, wenn tatsächlich mal ausländische Kosten kommen? Das fände ich cool eigentlich, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, ich will hier einfach nur Euro haben. Und möchte dann anhand der ID auf andere, auf Details referenzieren, wie zum Beispiel, hier interessiert mich ja auch, wie viele Stunden ein Mitarbeiter zum Beispiel gemacht hat. Das würde ich aber in eine extra Tabelle packen, genauso wie vielleicht die, wenn es irgendwie eine Währungsumrechnung gab. Da bin ich mir aber noch nicht sicher, das kann man ja, ist ja ein lebendiges Projekt. Fire Splash, woher umrechnen? Naja, ich meine, richtig fancy wäre natürlich, wenn wir uns die Umrechnungskurse von der EZB runterladen. Mal gucken, wie viele Teile des Streams wir machen. Schauen wir mal, wie interessant es wird. Okay, damit wir was sehen, weil das mag ich immer am meisten irgendwie, machen wir mal ein paar Beispieleinträge. Oder zwei. Machen wir CDT, so Kürzel, oder machen wir ausgeschrieben Can't Drive This? Mach mal ausgeschrieben. Als kleines Wort zusammengeschrieben. Ich weiß nicht, ob das gesetzlich konform ist, wenn du auch Dollareinnahmen in Euro umrechnest und das nicht aufführst oder so. Naja, aufführen werden wir es auf jeden Fall, aber halt, mir geht es jetzt um diese Haupttabelle. Ich will, dass die möglichst einfach ist, damit man auch Auswertungen ganz einfach machen kann. Mal gucken, schauen, was schneller fertig ist. Pixel Breeder oder Pixel Accounting Tool? Ja, mal schauen. Also Pixel Breeder, die Jungs kommen schon echt sau schnell voran. Also da wird es schwierig, damit zu halten. Außerdem will ich mich da jetzt gar nicht stressen. Wir haben ja schon eine Lösung. Die ist nicht cool, aber besser als nichts. Description, denken wir uns mal was aus. Markenanmeldung Europa. Type Other. Balance Change hat 1500 Euro gekostet. Na, vielleicht nervt mich das doch mit den Centbeträgen. Naja, machen wir mal so weiter. Timestamp. Okay. Hier auch wieder Can't Drive This. Date. Machen wir am 12. Description. Machen wir Deutschland. Macht keinen Sinn, ist egal. Balance Change minus 900 Euro. Created at 15. Nee, 13. So. Zack. Jetzt haben wir zwei Beispieleinträge gemacht. Und ich würde vorschlagen, dass wir die jetzt einfach mal anzeigen. Geld in Int ist doch super, umrechnen auf Cent, nie Rundungsfehler. Man darf nur nicht vergessen, es am Ende wieder mal 0,01 zu nehmen. Ja, auf jeden Fall. Also mir gefällt es eigentlich auch besser, wenn man das so speichert. Alter, ich muss ein bisschen mehr trinken. Weil mit Double und Float und so passieren immer komische Sachen. Das versteht kein Mensch. Deswegen.
Und das, obwohl sie nur mit 23% bis 33% Speed arbeiten. Ich will nicht wissen, wie die Jungs runterrasseln, wenn sie konzentriert arbeiten können. Jo, sind auf jeden Fall schnell. Also hier habe ich ein kleines Interface gebastelt. Das ist quasi nichts. Das ist einfach nur ein Bootstrap-Ding. Und was wir jetzt machen können, ist einfach mal, dass wir die Einträge, die wir jetzt haben, einfach mal anzeigen. Weil anzeigen ist immer leichter als reinspeichern. Hier habe ich eine kleine Klasse gebaut. Und zwar hier. Das war übrigens gerade unser Ad-Server, falls ihr euch fragt, was das gerade war. Das ist die Datenbank. Kann man nichts mit anfangen. Also das Kennwort bringt nichts. Ich habe jetzt nichts geleakt. Ist nicht schlimm. Ist nämlich nur für Localhost möglich. Genau. Also ich mache. Das ist mein Index, wo es losgeht. Und im. Brauche ich erstmal was machen wir denn überhaupt? Eine extra Klasse machen wir jetzt mal, wo die als Startseite fungiert. So. Start. Nehmen wir sie Overview. Nee, oder Start. Machen wir Overview. Das kann man ja noch ändern, sagte er und ändert es nie wieder. So. Erstmal eine leere Klasse gemacht. Es war sehr wichtig, dass ich da eine Vorlage hatte für. Und ich habe mir vorher eine kleine Klasse Database zusammengebastelt. Das ist die gleiche aus dem letzten Stream mit der EU. Die kann man einfach erweitern und dann hast du eine Datenbank, wenn du this connect aufrufst. Und jetzt kann ich auf die Datenbank zugreifen mit this database query und kann sagen, hey, gib mir mal alles, was in der Tabelle Statement drin ist. Select Sternchen from Statement Result. Das wird in Result gespeichert und auf Result, das ist ein MySQL E Result Objekt, gibt es ein paar Methoden wie zum Beispiel Fetch All. Das ist praktisch. Und darauf kannst du, das ist ein Array, was zurückgegeben wird. Data. Und das kann ich durchgehen und in Data finde ich alle Einträge. Jeweils einen Antrag. Eintrag, so. Okay. Fertig. Die Klasse kann ich aufrufen. Das ist jetzt mega billig, halt, wie ich das jetzt mache, aber egal. Wir machen es einfach nur so. Das Layout können wir später noch reinmachen. Schauen wir, ob das klappt. PHP, ich benutze lieber Angular mit TypeScript. Schreibt Erledus. Gutes Recht. Also jedem das seine halt. Also PHP kenne ich mich halt ganz gut aus. Aber andere Sprachen sind genauso cool halt. Lumaka leakt, nein! Nee, das ist, ich habe nichts geleakt, ist nicht schlimm. Template im Controller, bekomme ich nur ich gerade Magenschmerzen? Hey, es kommt alles noch, Step by Step. Glocke bleibt. Außerdem, ich nehme es da jetzt nicht zu ernst. So, das ist die Ausgabe. Dann sieht man, dass wir die zwei Reihen zurückbekommen als zwei Arrays. Und jetzt stopfen wir das noch in eine kleine Tabelle rein, damit es hübscher ausschaut. Und ja, ich habe hier nicht Controller Model View Trennung eingebaut. Braucht man aber auch nicht. Ups, hoffentlich bekomme ich jetzt keinen Ärger. Nee, es geht auch ohne. So, Tabelle. Für jeden Eintrag mache ich eine neue Reihe auf. wir können es einfach so machen. Ich könnte es jetzt dynamisch machen, dass er aus der Datenbank alle Felder, bla bla bla. Sodass er sich, dass man die Reihen einfach ausgibt und die Spalten und dass ich jetzt nicht jedes Mal den Code anpassen muss.
Aber finde ich nicht notwendig. Ich finde es jetzt nicht stressig, jetzt hier anzugeben, was ich genau ausgeben möchte. Tidi. Datum kommt hier rein. Also ich kann erstmal hier mir angucken, was ich genau haben möchte. Datum, Date will ich haben in der ersten Spalte. Ganz hinten soll Amount stehen. Balance, Change. Position, da soll ein Text drin stehen. Das reicht eigentlich, oder? Ja, das reicht. Hier habe ich irgendwas durcheinander gebracht. Ups. TD, okay, alles klar. Hier, das sind jetzt die tatsächlichen Reihen. Data, Date, Position, Description, Balance, Change. Und wenn wir es noch sicher haben wollen. Upsi, hier habe ich was verbummelt. Hier könnte man jetzt theoretisch HTML reinpacken. Müssen wir noch fixen. Das macht der Chris immer gerne. Das ist ein bisschen lame, das mit Copy and Paste zu machen. Machen wir später anders. Aber warte mal. Der Content muss noch zurückgegeben werden. Und das schmeißen wir der Designklasse an den Kopf. Die soll das ausgeben. Was programmiert ihr denn so für Sprachen? Haut mal rein. Feißbleisch, kurz off-topic. Ich habe vorhin übrigens mal Chromagun angespielt, so 1,5 Stunden. Ihr hattet Clowns zum Frühstück, oder? Um dieses Level zu lösen, treten Sie bitte auf die tödliche Wartungsplatte. Yo. Die Texte kommen alle von Steve. Paddy slash Ström, natürlich. Noise Kick coded Java. SGT Moom. Sag mal, wie spricht man deinen Namen aus? Java Python. Darkau 1707 programmiert ABAP. Okay, toll. Also da haben wir schon mal was kaputt gemacht. Content ist nicht definiert. Balance Change gibt es nicht. Okay, na gut. Das ist ja auch schon spät, ne? Content gibt es nicht. Achso, und wir haben natürlich vergessen, eine Tabelle zu machen. Und die Tabelle auch wieder zuzumachen. So, warte mal, wie macht man so eine Bootstrap-Tabelle? Eine Sekunde. Da muss ich mir ganz kurz klauen. Eine Sekunde. Es gibt dann nämlich so eine, diese Definition für eine hübsche Tabelle in Bootstrap 3. Die kopiere ich mir immer und ich kann sie mir nicht merken. Die schaut nämlich so aus. So. Class Table, Table Striped, Table Border, Table Hover. Ja, könnte man sich schon merken. So schwer ist es nicht. Hier am besten noch ein Punkt dran, sonst sieht man gar nichts. Pretty Table. Juhu! Version 1. Table, Class, Table. Ah ja, okay. Du wusstest es auswendig. Freddy 200123 coded in HTML, CSS und JavaScript. Freaklord in Python. Erledus TypeScript Python C++. Feißblech, ja, Steve hat die nicht gesprochen, aber er hat die Texte sich ausgedacht und hat die dann beauftragt.
Lumakara, wieso nimmst du Bootstrap 3 für ein neues Projekt? 4 ist doch so viel schöner. Das kann man ja auch machen im Stream. Ich hatte das 3er nur rumliegen, also so dieses einfach zusammen Klatsch-Layout. Wir können das sehr gerne auf 4 aktualisieren. So, jetzt erstmal eine Coke. Au. War das bei euch auch so laut? Entschuldigung. Ich wurde übrigens hart verarscht, habe ich euch das schon erzählt? Von dieser Cola hier. Da ist so ein fetter Star Wars Brand drauf. Und ich habe mir gedacht, ja geil, ich habe total Bock auf Cola. Und was ich vollkommen überlesen habe, weil ich nur auf diesen hier geachtet habe und auf dieses, auf die schwarze Bemalung und so, dass da ich Coke Zero gekauft habe. Das ist ein Scheiß. Schmeckt nicht gut. Das ist echt eklig. Also ich mag Pepsi Light voll gern. Nee, nicht Pepsi. Doch, Pepsi Light. Ich finde, es schmeckt ganz gut. Aber Coke Zero, nee. Finde ich nicht gut. Ohren kaputt. Oh, sorry. Entschuldigung. Okay, also hier. Tabelle funktioniert. Auch schön hier mit Hover. Wunderbar. Das ist auch okay. Das Datum will ich so haben. Das, die Sortierung ist jetzt verkehrt. Weil ich will die neueren Sachen unten haben. Order by date. Order by date ask. Order by date. So, schön sortiert. Balance Change hätte ich gerne in einem lesbaren Format. Das wäre schon ziemlich gut. Number Format ist eine tolle Funktion dafür, die PHP bietet. Da müssen wir nichts extra angeben, weil wir nämlich alles in englischem Format ausgeben. Das heißt, Punkt trennt die Dezimalstellen und Komma die Tausender. Müsste, glaube ich, gehen. Ah nee, warte mal, das ist, glaube ich, gar nicht per Default, dass Tausender getrennt werden. Wir probieren es mal kurz aus. Durch 100 muss ich dividieren, weil es hier in Cent eingetragen wird. Number Format. Habe ich wieder Mist gemacht jetzt hier. Ah. Jo, passt. Läuft. Sorry about the Zero Rage. Ich immer her. Okay, was kommt als nächstes? Also es wird jetzt aufgelistet. Ja, Minus muss natürlich, darf nicht einfach so angezeigt werden. Wir brauchen eine Währung. Wenn etwas Minus ist, dann, dann kommt es auf jeden Fall rot. Balance Change, da hängen wir noch ein Eurozeichen dran. Und wenn es, ich glaube, ich muss es mal in extra Variable packen. Balance Change. So. Hübsch. Und wenn der ursprünglich Balance Change kleiner als 0 ist, größer als 0, dann nochmals grün. Ansonsten Moment, stopp. Das kommt so hier hin. Und Balance Chain. Ne, wir machen Color. So machen wir es. Wenn es größer als 0 ist oder größer gleich 0, dann machen wir Green. Green ist aber hässlich als Farbe, ne? Wie heißen denn die? Ach, wir machen das doch wurscht. Das soll das Tief hübsch machen. Bevor ich da jetzt irgendwas. Der macht es viel besser als ich. Wie machen wir das jetzt am besten? Ja, das ist jetzt auch. Da schau dir jetzt auch mal kurz weg, okay? Das
Das hat man früher so gemacht im Internet. Später wäre das viel cooler im CSS zu haben. So, move to fancy CSS. Jetzt habe ich wenigstens einen Kommentar geschrieben. Sobald man einen Kommentar geschrieben hat und uns erklärt, warum man es so macht, ist alles okay, sage ich. Juhu, hupsch. Schön bunt. Später wäre es viel cooler, wenn du es direkt vernünftig machst. Ach, pappalapapp, Paddy. Ach so, ach, kann ich einfach nur einen Style da in die Class machen, oder was? Okay, egal. Das kann ich jetzt auf jeden Fall mal auslagern, weil das werden wir halt ständig brauchen. Deswegen machen wir mal so irgendwie sowas wie HTML-Krams, HTML-Gedöns, HTML-Helper oder so. Das kommt alles unter HTML. Also ich nehme die Klasse jetzt mal und kopiere sie. Und zwar in Accounting, HTML, HTML, Color, wie nenne ich das denn? Amount Colorize. Ja, das ist eine wunderschöne Klasse. Eine Datenbank brauchen wir dann nicht. Also die Klasse soll dafür sorgen, dass solche Beträge farblich in Rot oder Grün markiert werden, weil das werden wir die ganze Zeit brauchen. Das wird eine ziemlich krasse Klasse. Und zwar das hier. Amount. Schmeißt mal rein. Und String. Jo. Ja, passt. Dann kann ich den Teil hier ersetzen. Wobei eigentlich, das können wir auch static machen. Public static. Der String, der reingeworfen wird, ist der Balance Change und der tatsächliche Wert ist der Key des Arrays. So, mal gucken. Müsste eigentlich funktionieren so, oder? Was meint ihr? New fancy amount colorize. Amount colorize class. Falsplash findet Style besser als uralt HTML. Ja, ist auf jeden Fall besser. Aber das kann man auch alles. Kann man auch alles ändern. Oh. Upsi. Da habe ich wohl irgendwas vergessen hier. Ah ja. Alles klar. Danke dir. Da könnte ich eigentlich mal so einen Post-Commit-Hook reinmachen, aber egal. So, funktioniert immer noch. Wow! Und um das Ganze zu testen, ob das auch in grün geht, brauchen wir natürlich auch einen positiven Eintrag. Projekt ist can't drive this. Datum machen wir mal am 5. Ah, jetzt habe ich sogar ein Beispiel für einen positiven Eintrag. Und zwar initial payment FFF. Other balance change. Sagen wir mal 30.000. So. Created at. Blub. So. Juhu. Funktioniert. Sehr schön. Ich bin zufrieden. Okay.
Was könnte ich jetzt als nächstes? Ja, eine Sum wäre doch ganz gut, oder? Das dürfte auch relativ easy sein. Also eine Balance ganz am Ende. Balance plus gleich Balance Change. So. Und die Balance startet bei 0. Und dann machen wir noch eine Reihe hier unten rein. Die kopiere ich einfach, weil ich glaube, dass die irgendwann anders sein wird als die anderen Reihen. Deswegen werde ich das nicht vereinheitlichen. Balance. Egal. Und Balance. Achso, und das müssen wir noch in den Hubsch machen. Moment. Also was auffällt, ist, ich habe hier eine Zahl und ich muss hier das aufrufen, das aufrufen, das aufrufen, das aufrufen, damit am Ende halt irgendwas Lesbares da ist. Deswegen würde ich mal sagen, wir machen nochmal so eine Hilfsklasse. Nämlich die hier könnten wir dafür missbrauchen. Wie nennen sie Amount? Das ist einfach die Amount-Klasse. Struktur und so, das machen wir alles später. Wollen ja auch Spaß beim Programmieren haben. So. So. Also was ich will, ist, dass du da einfach eine Maut reinschmeißt und kriegst einfach HTML zurück. Fertig. Upsi. Ups, gerade hatte ich es doch noch. Nochmal. Amount. Okay. Bla bla bla. Ach so, wir brauchen noch die Rohdaten. Amount raw ohne Änderung. Das ist also die nackte Zahl quasi. Genau, so. Balance Change ist. So. So kann man eine Zahl jetzt im neuen Code ausgeben. So. Mal gucken, was wir diesmal kaputt gemacht haben. Das ist ja nicht schlimm. Hey, Chris, guten Abend. Was machst du denn noch so spät wach? Geht's dir denn gut? Noise Kick, voll die beruhigende Stimme. Könnt ihr mir stundenlang PHP-Videos anschauen? Vielen Dank. Manche sagen beruhigend, manche andere langweilig. Aber nicht schlimm. Bibi, was passiert, wenn du einen Eintrag hinzufügst, der auf der Send-Stelle nicht 00 hat? Beispielsweise 1, 2, 3, 4, 5. Das können wir gleich ausprobieren. Accounting HTML Amount 99. Ist irgendwas kaputt? Line 99. Hier. Oh, natürlich Schwachsinn. So. Removed Schwachsinn. Ist wichtig, dass alles immer Englisch ist. Juhu! Funktioniert immer noch. Kurz nachrechnen: 300, 900, 15. Passt. Cool. Chris, bei mir bin immer wach, weißt du doch. Alles gut bei mir. Bei dir? Bei mir ist auch alles gut, ja. Mach gerade ein kleines Tool, womit wir schön permanent loggen können, Take auf Tagesbasis, wie viel Geld wir in welches Projekt investiert haben. Und Mitarbeiter müssen dann nur eintragen, wie viele Stunden sie für welches Projekt gearbeitet haben. Und das wird dann auch zugeordnet, ob das in Bayern ausgegeben wurde oder nicht. Und das soll alles vollautomatisch, bla bla, pipapo, voll geil werden. Steve ist der Farbästhetiker, oder? Das habe ich gestern rausgehört. Allerdings, ja. Steve ist Farbästhetiker. Okay. Achso, ja, da wurde noch gefragt, ob auch Zwischenbeträge gehen. Das probieren wir doch gleich mal aus. Camp Drive ist als Projekt. Datum irgendeins. Description. Was könnte man noch für einen Kostenposten haben? Release. Party. Other. Balance Change. Minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Naja. So, probieren wir mal, ob das geht. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass es geht. Am 28. Februar ist Release. Ja, ach so, der Eintrag ist alt, aber das Datum ist okay. So passt es. Aber das, also es muss schon Sinn ergeben, ansonsten ist es komisch. Machen wir mal, Release Party muss am 28.02. sein. So. Jo. Ach so, Centbeträge. Werden gar nicht angezeigt, ne? Wollen wir die eigentlich anzeigen? Eigentlich wäre es schon besser, ne? Ach so, nee, warte mal. Centbeträge. Was wollen wir denn? ich glaube, die fliegen hier, glaube ich, bei Number Format raus. Moment. Wenn ich einen Wardump mache auf Amount. Wardump. Dann sieht man, dass eigentlich die Nachkommastellen noch da sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5. Das heißt, hier wird aufgerundet. Und vermutlich passiert es hier bei Number Format. Da muss man sich mal die Parameter angucken. Die weiß ich leider nicht ganz auswendig. Aber das, die Doku hilft. Float, Dezimals. Wie viele Dezimalstellen? Dezimalpunkt und Thousands. Okay, das heißt, ich kann hier angeben, wie viele Dezimalstellen ich brauche. Und ich brauche zwei. Adding two und kein Wardump. Adding two Decimals. So. So. Aber es sieht irgendwie nicht mehr so schön aus, ne? Aber es ist korrekt. Also, machen wir so. Lady Vampire, hey, schön, dass du da bist. Wer den Cent nicht ehrt, ja, sehe ich auch. Ja. Und Paddy sagt, wäre gut, bei 99 am Ende niemand weiß, woher die 300 Euro mehr kommen. Ja, stimmt schon. Also das ist schon besser, wenn wir Cents eintragen. Zahlen immer rechtsbündig, dann sehen die gut aus, sagt Lumaka. Gut Job, wird gemacht. Align. Text, nee, Style. Text, Align. Right. Das machen wir alles dann, CSS und so. Oh, da fehlt eine. Hupsch. Chris, apropos Release Party, wann gibt es denn mal wieder eine? Es gibt im September oder so, circa. Wenn kein Schweif das fertig ist, dann machen wir auf jeden Fall eine Release Party. Und ihr seid alle eingeladen. Paddy, sag mal, Ben, wieso committest du bei jedem Save eigentlich? Hat es einen Hintergrund? Das liegt daran, dass ich nicht lokal entwickle, sondern auf dem Server. Also ich schubse das immer hoch. Und beim Committen wird ein Post-Commit-Hook aufgerufen, der das eben deployt. Gut, das macht man jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt, aber ich fand es jetzt bisher immer recht praktisch, weil ich meine, es wird halt automatisch synchronisiert. Ich habe eine Git-Log davon, fand ich jetzt eigentlich, habe jetzt bisher noch nicht so viele Nachteile davon mitbekommen. Was ist das für ein Clip? Ah, das war unser Besuch, wo Michael Hosts bei uns zu Gast war. Cool. Paddy Ström, nee, ist nicht bei mir lokal, das liegt auf dem Server. was könnte man dann als nächstes machen? Soll ich jetzt mich schon an die Einträge ranwagen? Ich weiß gar nicht, wie lange ich noch mache, vielleicht eine halbe Stunde oder so. So ein Formular. Schon irgendwie cool, aber ja, komm, Formular. Formular ist gut, aber ich weiß nicht, ob das fertig wird. Also ich möchte jetzt ein Formular machen, wo ein Mitarbeiter sich eintragen kann
Und wo dann einfach ein neuer Eintrag in die Kostenliste gemacht wird. Kann ich den Browser etwas... Ah, Tatsache, ja. Der ist nicht zu sehen, ne? Klar. So. Jetzt sieht man alles. Jo. Okay, also dann mache ich mal ein kleines Formular noch rein. Das packe ich aber auf jeden Fall in eine extra Klasse. HTML. Ja, ich packe es in HTML. Copy, Paste. Wie nenne ich das Formular? Wird es mehr Formulare geben? Ja, ich mache mal ein Unterverzeichnis Form. Und ich mache jetzt erstmal ein Formular für die HR-Kosten. HR steht für Human Resources. Form HR. Naja, wir schreiben immer das zweite eigentlich klein, ne? So, HR. So. Das mache ich mal nicht static. Und hier möchte ich das Formular drin haben. Also machen wir wieder Content. Ein HTML soll es sein, weil ich ja kein fancy Framework benutze. Nackter Code. Eigener DNS, so. Nee, ich habe keinen eigenen DNS. Ich habe es einfach nur in der Hostdatei umgebogen. ja, schreiben wir halt. Ich überlege gerade, muss man bei Bootstrap auch wieder so fancy Krams machen? Mal ganz kurz nachschauen, wie das bei den anderen Tools ist, die wir gebaut haben. Ich überlege gerade, wo ein Formular eingebaut ist in unseren Tools. Eine Sekunde. Nee, ich glaube, man macht einen Input einfach ganz normal als Inputfeld. Form Control. Ich guck mal einfach, was passiert. Form Action. Fragezeichen. Method. Gleich Post, weil Post ist viel cooler als Get. Zumindest bei so einem Form. Genau, und dann machen wir ein Feld. Input Type. Text. Placeholder. Machen wir einen Placeholder oder machen wir einen. Ne, wir machen keine Placeholder. Das ist doof. Stunden. Sagen wir nur Stunden. Genau. Datum. Achso. Wir machen ja alles auf Englisch, weil wir ja krass sind. Nein, gleich. Date. Hours is hours. Machen wir aber ein Inputfeld. Eigentlich machen wir einen Job. Nee. Ach, wir lassen es erstmal bei einem Inputfeld. Wir können ja so fancy Zeugs in HTML, das können wir ja später immer noch austauschen. Mir geht es um eine Basisfunktionalität. Input Type gleich Submit. Value gleich adds hours. Add. Achso, ich muss noch irgendwie das einbinden, dieses Formular. Packen wir es hier einfach unten dran. Content wird erweitert um New Account Loop Run. Ben, sag mir bitte, dass nur ihr intern das Tool nutzen werdet. Ja, auf jeden Fall. Aber weshalb genau? Also ich meine, das wird ja schon auch umgebaut. Es geht jetzt nur mal um eine erste Version. Okay, also Formular ist da und man kann Dinge posten. Was hättest du denn vorgeschlagen, Paddy? Was gefällt dir nicht? Also ich habe schon einiges, was mir nicht gefällt, aber ich meine, wenn es am Ende funktioniert und besser als die Google Doc, finde ich das eigentlich ganz cool.
Okay, jetzt haben wir unser Formular zusammengebastelt. Machen wir ein Place. Nee, wir machen kein Place. Wurscht. Okay, gut. Und wenn es gepostet wird, dann schmeißen wir das rein. Normalerweise würden wir das hier nicht verarbeiten. Das kommt wieder in extra Klasse, bla bla bla. Ich glaube aber, wir machen das einfach hier. Wir machen das einfach hier. Ach, was ich aber schon einbauen möchte, ist ein Mode, damit man damit das die Empfangsseite weiß, wer jetzt eigentlich gerade was gepostet hat. Mode add also die Klasse heißt FormHR add HR. Der Overview prüfen wir das if post mode und add HR. Also wenn das Formular gepostet wurde, dann sagen wir echo oder print r post. Lemonos. Guten Abend. Alles gut bei dir? Paddy, ehrliche Antwort. Templates von Logik trennen, mindestens in einer anderen Datei. Irgendwas sicherheitstechnisch beim Formular, keine harten Quests in der Logik. Sicherheitstechnisch beim Formular. Bisher ist in meinen Augen keine Sicherheitslücke drin im Formular. Wo siehst du deine Sicherheitslücke derzeit? Also wenn ich es in die Datenbank schreibe, dann muss ich schon irgendwas beachten. Aber aktuell, es ist nur für mich zugänglich, finde ich jetzt noch nicht problematisch. Mode soll ein Hidden Field sein. Ja, wird ein Hidden Field. Und Templates von Logik trennen wäre auf jeden Fall gut, klar. Aber bisher ist es in meinen Augen jetzt noch nicht so schwer, das zu trennen. Und ich will halt schnell vorankommen. Oh, Danu, vielen Dank für den Host. Dankeschön. Bikun, kurze Frage. Was hältst du von Node.js? Schon mal angeschaut? Meine Uni-Professoren sind alle so davon überzeugt, dass es PHP ersetzen wird. Chris macht vieles mit Node.js. Ich habe aber noch nicht damit gearbeitet. Lemonos hat Grippe. Oh weh. Gute Besserung. Entspann dich gut. Okay. Achso, wir wollten noch testen. Funktioniert. Also, kommt an und der checkt auch das, was gepostet wurde. Paddy, wir können sehr gerne, wir sind ja noch nicht besonders weit, wir können ja sehr gerne dann demnächst dann einfach das mit einer kleinen Template-Engine ersetzen oder so. Also bin ich offen für. Ich habe jetzt auch nicht vor, das irgendwie jetzt fertig zu machen oder so. Können wir gerne in Ruhe Step-by-Step verbessern, sodass es uns allen gefällt. Fände ich sogar ziemlich cool. Ich lerne gerne auch was Neues dazu. Aber nicht mehr heute Abend. okay, also es wird was gepostet. Das Feld machen wir noch schnell hinten. wenn was gepostet wird, dann soll eingetragen werden. Das packe ich auch wieder in eine Extraklasse und zwar in Accounting. Add vielleicht. Add. Ja, finde ich. Ja, wahrscheinlich müssen wir es nochmal eine Ebene tiefer machen. Wir packen es jetzt erstmal in Add. Weiter verschieben kann man es ja, wie ich jetzt heute schon so oft gesagt habe, immer noch. Da klaue ich mir wieder eine Klasse. Add HR. So. Accounting. Add HR. So. Also normalerweise cooler wäre es jetzt hier auch Setter und so zu benutzen, aber ich benutze hier einfach Post. Eine Datenbank brauche ich hier. Accounting Database.
Und die Postdaten werden hier aufgerufen und in die Datenbank gestopft. This database execute. Also mach mal einen Eintrag, damit ich hier das MySQL Query mir einfach kopieren kann. Upsi, das war nicht meine Absicht. So. MikeBauer91. Schönen Abend. ist mein Statement. Kommt hier rein. Und das macht einen Eintrag in die Datenbank. Jetzt muss ich das noch ein bisschen mit Daten füllen. 0 kann bleiben. Und ich mache das gerne in separate Zeilen. Gibt keine bessere Methode, außer so. So. So, und jetzt wird es ja abgesichert, wenn ich es in die Datenbank schreibe. Also das zum Thema Sicherheit, Paddy. Ich sehe da jetzt eigentlich nicht so das Problem. Ja, momentan haben wir noch keinen Unterschied zwischen Projekten. Deswegen mache ich mal das Hardcoded rein. Später soll es dann irgendwie einen Switch geben, dass du dir die Projekte aussuchen kannst. Date. Date haben wir derzeit im Feld, genau. Post Date. Post Date. Was ist das nächste? Description. Description, die generieren wir uns zusammen. Description. Type. Type. Ist auf jeden Fall immer HR. Created at ist das aktuelle Datum. Das Datum und die Uhrzeit generieren wir uns in PHP. Falls der MySQL-Server, der könnte auf einem anderen Server liegen, eine andere Timezone-Einstellung hat als der Apache-Server. Da spart man sich ganz, ganz viel Stress. Hier vermischen wir auch eigentlich wieder ein bisschen Template mit dem eigentlichen Eingeben, aber das tauschen wir später einmal nochmal aus. Das weiß ich leider auch nicht auswendig, wie die Success Message geht. Das muss ich auch wieder zusammenklauen. Success Message Bootstrap 3. Das Ding hätte ich gern. Jupp. Dann. Da kommt noch was Schlaues rein als Description. Machen wir auch mal erstmal irgendwas. Hours of Work. Balance Change haben wir noch gar nicht. Warte mal, habe ich das jetzt irgendwie übersehen? Ah ja, hier. Ach, das war Balance Change. Und hier brauchen wir... Das ist Created At und hier unten ist die Balance Change. Balance Change. Balance Change kommt auch aus den Postdaten. Allerdings wird es berechnet. Und zwar aus den Hours. Und sagen wir einfach mal 30 Euro. Einfach mal, um irgendeinen Wert zu haben. Schauen wir mal, ob das geht. Ich muss es noch einbauen. Content muss ich doch da noch hinzufügen. Also Content muss ich hinzufügen, weil der ja vielleicht eine Success-Message zurückgibt. So. Mal gucken, was passiert. Vielleicht funktioniert es ja. Nee, warte mal, so kann es nicht funktionieren. Ich muss noch eine Datenbankverbindung aufbauen. Okay. Ups. Ist das da oben wirklich ein Beamer, Rollfahrer Mike? Jo, das ist ein Beamer.
Rollifahrer, ja, wir kennen uns tatsächlich. Hast du nicht Balance Change vergessen zu befüllen? Ich glaube, jetzt habe ich dran gedacht. Vorhin hatte ich einen Fehler drin, aber jetzt könnte es gehen. Und 30 ist verkehrt, und 300, weil das sind ja 30 Euro mal 100. So. Also ich glaube nicht, dass es klappt. Ihr habt bestimmt schon 1000 Fehler entdeckt. Okay, der Eintrag ist von gerade eben. Den kann ich mal kurz löschen. So. Date 2018, 02, 12 hours, 4. Wie? Hat einfach funktioniert? Seltsam. Paddy fragt, was macht meine Kleine? Heute kein Babysitting. Doch, ich habe Baby gesittet. Allerdings ist die schon im Bett und meine Frau auch. Ja, nice. Jetzt gibt es natürlich tausend Sachen, die wir noch einbauen müssen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt F5 drücke. Das ist natürlich Quatsch. Aber so Zeugs kriege ich auf jeden Fall noch raus. Was mache ich denn als nächstes? Ah ja, genau. Mitarbeiter haben ja unterschiedliche Stundensätze. Das heißt, wir brauchen eine Tabelle, in der die Stundensätze drinstehen. Employee-Data. Employee, machen wir einfach nur Employee. Das ist einfach kurz, knackig, bündig. ID. Das Coole ist, man loggt sich hier ein in das Tool. Und zwar mit einer HT-Access-Datei. Deswegen weiß das Tool auch, wer du bist. Deswegen können wir einfach... Wie nennen wir das denn? HT Access Username. Das ist unsigned. Auto Increment Primary. Username Raja ist auf jeden Fall Latin 1. Latin 1. Swedish. 255. Noch eine Spalte dazu und zwar. Ja, passt. Rate. Also wie viel bekommen die pro Stunde? Wird hier eingetragen. Employee. So, und jetzt mache ich einen Eintrag für mich. Mein Login ist blochmann in dem Tool jetzt. Rate, sagen wir mal, 30 Euro. Und die 30 Euro, das müssen die Firmenkosten sein, also von A bis Z. Also wenn du ein Nettogehalt bekommst, dann muss man darauf ja brutto, also eine Krankenversicherung zahlen. Ja genau, das ganze Zeug ist dabei. Freddy, willst du das echt als Geld dazu tun und nicht von der Balance abziehen? Wie, das verstehe ich nicht ganz genau, was du meinst. Firesplash und dann die falschen Zugriffsrechte. Ja, das wäre schlecht, wenn man die falschen Zugriffsrechte hat. Okay, also jetzt habe ich diese neue Tabelle gebaut und jetzt könnte ich, jetzt muss ich mal kurz nachschauen, wie man rausfindet, wer da eingeloggte User ist. PHP logged in user HT access. Da gibt es nämlich irgend so eine Variable. Remote User, genau. Mal gucken, ob die geht. Da müsste Bilochmann drin stehen. Hey! Hey! Warum steht da nichts drin? Hey! Hey! Nein! Remote User. Das müsste doch gehen. Braucht man dafür vielleicht doch keinen Zugriff? Warte mal. Doch. Hä? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach, das ist die in der Ad HR-Dings. Ja, okay, ist drin. Alles klar, gut. Puh.
Du hast eine Zahlung von 130k und fügst für Mitarbeiterzeit 120 Euro dazu. Ah, Rollifahrer, guter Punkt. Auf jeden Fall, ja. Da hast du absolut recht. Gut, das ersetzen wir jetzt gleich noch. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Fehler und totale Bullshit, dass ich da gemacht habe. Accounting at HR. Und jetzt können wir noch eine Subklasse machen. Rate. HR heißt die Kategorie an Klasse und Rate heißt die Subklasse. Moment. Add HR Rate. Und die soll sich darum kümmern, dass sie dir einfach sagt, wie viel bekommt der jeweilige Mitarbeiter als Stundensatz. Wo hatten wir das denn jetzt gerade? Remote User. Ach, ich hab's halt hier. Okay, also HR. Hä? Das ist doch richtig Schwachsinn. Moment. Hä? Ich kann irgendwie die Datei nicht umbenennen. Add HR, HR is unsaved, sagt er mir. Okay, jetzt konnte ich es umbenennen. Das ist komisch. Also Eclipse hat manchmal echt voll den Hau. Also was die macht, ist, die gibt einfach nur aus, wie viel der jeweils eingeloggte Nutzer als Stundensatz hat. Und das finde ich raus, indem ich die Datenbank frage. Ist Database. Database. Query. Select. Wie habe ich es genannt? Select rate from employee where how to access username gleich. Ach so, das brauche ich ja gar nicht hier. This database quote, damit schön sicher ist, remote user. Result. Und Result wird reingeschmissen und Data is Result Fetch. So, mal gucken, was da drin steht. Das wird einfach ein Array sein mit der Rate, die der jeweilige Mitarbeiter bekommt, in dem Fall ich. Ach so, ich habe natürlich vergessen, meine Klasse aufzurufen, was schlecht ist. Moment, wo kommt es genau rein? Hier. Genau, also New Accounting Rate Run. Warte mal, zeige ich es überhaupt an? Ah ja, ich habe es geprintet. So, also ich bekomme als Rate 300. Passt. Perfekt. Die is not a function? Ach, Quatsch. Die is natürlich eine Function. Okay. So. Der returns dann die Rate einfach. Und was wir noch mal reinmachen können, ist if false gleich isset. Also wenn es keinen Eintrag gibt für den jeweiligen Mitarbeiter in der Datenbank, dann throw new. Da kann ich eigentlich direkt eine spezielle Exception machen, weil die wollen wir bestimmt catchen außenrum. Deswegen denken wir uns eine neue Exception aus. Class Accounting. Ich will es nicht immer abschreiben. Accounting at HR Rate Exception Extends Exception. So. Und das soll geworfen werden, wenn er keine Per-Hour-Rate findet für diesen jeweiligen Mitarbeiter. Und am besten noch eine aussagekräftige Fehlermeldung.
No rates found in DB for. Sehr schön. Warte mal, wir können es ja gleich noch weiterbauen. Und zwar dort, wo die Rate abgerufen wird, können wir auch die zum Kalkulieren benutzen. Machen wir es ein bisschen expliziter. Minus 1 mal die Rate, die in der Datenbank drin steht. So, probieren wir es nochmal aus. MikeBau91 und gib Isset nicht schon einen Boolean zurück? Warum dann noch mit True oder False vergleichen? Weil es einfach expliziter ist, deswegen. Das ist doch irgendwie auch nicht die Idee hinter OOP, oder? Ja. Ist ein bisschen missbraucht, ja. So, 2018, 02, 12, Hours 3. 3 Stunden habe ich eingetragen und sind 120 Euro. Warte mal. Da müssten jetzt eigentlich 90 irgendwo stehen, oder? Also nochmal für den 01. 3 Stunden. Ach, warte mal, hier 0 stehen drin. Ah, da. Ach, hier. Da ist ja der Eintrag. Was habe ich denn gerade eben falsch gemacht? Nochmal. 01, 1 Stunde. 30 Euro. Passt. Alles gut. Hier ist irgendwas in der Vergangenheit falsch gegangen. Hier. So. Jetzt kann ich auch ausprobieren, also wenn ich mir einen Eintrag mache für den 1.1. für 1 Stunde, dann habe ich minus 30 Euro eingetragen. Wenn ich sich jetzt der meinen Stundensatz ändert auf 10 oder 11 Euro die Stunde und ich mache einen neuen Eintrag, für den 2.1. eine Stunde müssten 11 Euro drinstehen. Genau, 11 Euro. Und dementsprechend, wenn ich mehr eintrage, sagen wir 3 Stunden für den 12.01. sind es 33. Oh, passt doch. So, bevor ihr Ben jetzt endgültig auseinandernimmt, ich verziehe mich, muss um 6:30 raus. Falschfleisch, kein Ding, kein Stress. wir sehen uns morgen im Stream. Würde mich freuen, klar. Ich mache jetzt auch nicht mehr lang. Ich überlege nur, was ich jetzt noch einbaue. Also ich meine, was auf jeden Fall noch rein muss, ist, Stundensätze ändern sich halt je nach Zeitpunkt. Das heißt, diese eine statische Tabelle, wo einfach nur ein Wert drin steht, ist eigentlich nicht so wichtig. Aber eigentlich, das ist schon so ein Feature, was man nicht unbedingt braucht. Was ich jetzt halt noch probieren kann, ist, was passiert, ob die Exception wirklich funktioniert. Das heißt, wenn ich einen Lochmann A mache und ich trage was ein, wird eine Exception geworfen. Wird sie, also alles gut. Lochmann neu wieder zurück. Genau, okay. Datumsfeld per PHP vorbelegen. Also ich habe ja ein Datumsfeld in PHP gemacht. Nasilia, was bietet Bootstrap eigentlich für Vorteile? Die Vorteile sind, dass so ein Design-Loser wie ich was basteln kann, was nicht komplett kacke ausschaut. Also ich finde es, ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich auch einfach so dran gewöhnt, an so diese Standard-Aussehen. Ich finde es jetzt nicht total bekackt, hier dieses Aussehen. Gut, hier das Formular natürlich schon, aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz hübsch. Was ich kurz vorschlagen würde, ist, dass wir uns mal ganz kurz von Kevin, der ja letzte Woche bei uns zu Gast war, sein Game anschauen. Das hat er jetzt nämlich gepostet, dass es nämlich live ist. Mal gucken. Ich habe es nämlich noch nicht angeschaut. Also zumindest noch nicht die Live-Version. Weil das lasse ich jetzt erstmal so ruhen. Mir gefällt es eigentlich.
Gefällt es euch auch, mal unabhängig davon, dass euch mein OOP-Vergewaltigung nicht so gut gefällt. An sich ist es doch funktional, oder? Bisher. Aber da kommen natürlich noch tausend andere Features rein. Und wir können ja dann in den nächsten Streams immer was rauspicken und ein bisschen besser machen. Oh, leck, krass. Wie es einfach 313 Retweets hat. Heftig. Genau, hier. HTML-Seiten mit grünem Background und blauer Schrift braucht die Welt. Das nenne ich Design. Ja, auf jeden Fall. Ach krass, es kostet Geld. Krass, ich dachte, er möchte das kostenlos machen. Na ja, gut, aber wenn so viel Nachfrage ist und er so viel Zeit reingesteckt hat, klar. Na gut, alles klar. Pay with PayPal. Okay, das muss ich ganz kurz im anderen Fenster machen. Eine Sekunde. Wann habt ihr denn morgen Arbeit? Eine Sekunde, ich muss mal ganz kurz den Screen wechseln. So, weil ich nämlich ganz kurz mal was nachschauen muss. Also weil ich gerade das Spiel kaufen möchte und ich möchte ungern hier das Kennwort leaken. Ist vielleicht nicht das Schlauste. Oh nein, ich habe Sicherheitscode. Ach, oh Mann, so ein Mist. Ach, immer diese blöde Verifizierung. Moment, eine Sekunde. Ich muss mein Handy, also um mich bei PayPal einzuloggen, brauche ich einen Sicherheitscode. Und hier unten im Keller habe ich keinen Handyempfang. Das heißt, ich muss dieses Handy jetzt auf die Treppe legen. Dann muss ich das Formular abschicken. Und dann muss ich wieder zur Treppe hinlaufen und mein Handy wiederholen. Praktisch, oder? Bis gleich. Da bin ich wieder. Moment. Mal schauen, ob es geklappt hat. Jo. Perfekt. Das ist echt ein bisschen unpraktisch, ne? Quotenbuyer 1234. Was für eine Firma hat er genau? Ich bin von den Pixel Maniacs.
Und wir bauen Spiele für PC, Mac, Linux, Xbox, PS4 und die Nintendo Switch. Am besten einfach kurz mal googeln, wenn es dich interessiert. Oder Ausrufezeichen Games? Ach nee, der Deepbot ist gerade nicht an. So, kann ich wieder umschalten nun. So. Lass mein Kicking Press Kit. 117 MB? Hä? Warum so groß? Okay, hier. Bin mal gespannt. Raccoon sagt, ich weiß ja nicht, wie die Stromleitungen aussehen, aber du könntest dir doch so ein Devolo D-LAN für 50 Euro holen. Da gibt dir dann auch direkt ein WLAN-Signal. Ich weiß gerade nicht, wovon du sprichst. Also ich habe so ein Stromteil, aber ist es wohl möglich, Telefonsignal auch weiter zu? Nee, Internet über Steckdose, das habe ich schon. Das geht auch, aber was ich eben nicht habe, ist Handyempfang im Keller. WLAN geht schon. Download hat geklappt jetzt, oder? Jetzt habe ich es irgendwie verpennt. Hat er jetzt gerade eben runtergeladen oder habe ich jetzt irgendwie was vercheckt? Ah ja, hab schon. Moment. Upsi. Kauf dir einen Fritzbox-Verstärker, der ist gut. Okay, cool. Lass mal anschauen. So, Last Man Kicking. Mach mal kurz Musik aus. Jetzt bin ich mal gespannt, was er noch geändert hat seit letzter Woche. Weil Kevin, dessen Spiel wir jetzt gerade gleich zocken, der war letzte Woche bei uns im Büro und hat es kurz vorgestellt. So, machen wir das mal weg. So, Last Man Kicking, Auflösung. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Wobei, machen wir es ein bisschen kleiner. Fantastic, machen wir Beautiful. Ja, machen wir Fantastic. Und Windowed. Omega Clan Austria. Nee, das ist nicht von uns. Das ist von einem Kollegen. Kev heißt der. Ein ziemlich cooler Typ. Und der war letzte Woche bei uns im Büro bei einem Pixel Bla, weil wir nämlich jeden Donnerstag eine kleine Talkshow haben auf Twitch, eben auf diesem Kanal. Und der hat eben das Spiel vorgestellt, weil ich bin auf ihn gestoßen, weil Kollegen von mir sehr seine Tweets feiern. Also hier sind mal ein paar Beispiele. Moment. Kev. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Kev. Ah, der Kevin ist sein Account. Der tweetet halt immer super lustige Sachen. Seine Trailer sind halt cool und hier, das ist eines der Trailer, der gepostet hat und der Twitter-Account ist ziemlich durch die Decke gegangen letztes Jahr, weil irgendjemand bei Reddit gepostet hat, dass er jetzt das neue Game Last Man Shooting, nee, Sitting rausbringt. Das besteht darin, dass diese Hitman-Leute auf den Stühlen rumstehen und mit Schrotflinten aufeinander schießen können und sich auch so fortbewegen können. Und genau, und das ist eben so ein bisschen zu dem Hype groß geworden um PUBG letztes Jahr. Und es war dann irgendwie Startseite auf Reddit und es haben Millionen von Leute gesehen. Und da er nicht sofort Last Man Sitting fertig bringen möchte, sondern erstmal eine kleine Demo quasi zeigen möchte von dem Level, hat er sich gedacht, er bringt erstmal Last Man Kicking raus. Und das ist jetzt dieses hier, was man sich für 2 € holen kann. Okay, Low Quality, High Quality, ändert jetzt hier noch nichts. Controls. Also schon mal, ich finde halt, der macht immer sehr hübsche Sachen. Ich
Lumaka, dann war es doch das, was ich auf der Frontpage mal gesehen habe. Ja, das kann echt gut sein. Oh, ich glaube wahrscheinlich ist es nur Koop. Na gut, muss ich halt multitaskingfähig sein. Also WASD ist Player 1 und R ist Shoot. Okay, WASD und R. Und der zweite Player ist Pfeiltasten und Shift. Alles klar. Press Enter or Start to begin. Press R. Okay. Das ist der eine Spieler. Das ist der zweite Spieler. Die Musik ist geil. Aufzugmusik. Lectonic, ja. Hast du unseren Unreal oder Unity Command entdeckt? Oh, ich habe schon gesehen. Ah, er hat die Performance noch ein bisschen improven können. Sehr schön. Die restlichen Spieler, die fehlen, werden mit AIs ersetzt. Moment, ich muss mal ganz kurz die Steuerung ändern, dass nur ich einsteige, weil die restlichen halt die KI übernimmt. So, jetzt. Ich bin der... Welcher bin ich? Ich check nicht, welcher ich bin. Hilfe, Hilfe. Habe ich was falsch gemacht? Stopp, stopp, stopp. Also, Shift. Ah, okay, jetzt. Ich bin auf der rechten Seite, rotes Team. Ah, und ich bin da oben. Oben, Player 1. Ah, jetzt check ich's. Jawoll. Oh Mann. Alter, das ist gar nicht so einfach. Ah, und sie stehen wieder automatisch auf. Geil. Nein, möchte ich nicht. Ach geil, und du kannst sogar, schau mal, du kannst nach oben und nach unten zielen. Man muss nur ein bisschen in das Mindset reinkommen, dass man eben, wenn man schießt, sich fortbewegt. Ja, ich glaube jetzt, ich krieg's gleich raus. Ah, ich bin immer noch der ganz oben links. Jawohl, jawohl. Ich glaube, ich werde besser. Ja, jetzt check ich's langsam. Komm, go, go, go. Ich bin jetzt da unten links. Aber ich finde es schwierig, den Ball aus der Ecke rauszuhauen. Oh, jetzt. Ja, jetzt. Ja. Oh. Ich glaube, das muss man ausschalten, hier diese Meldung. So, jetzt habe ich es aber gleich. Alter, es wird gar nicht so leicht, hier ein Tor zu schießen. Nein. Nein, ich möchte sie nicht aktivieren. Ja, okay. Also man kann auch in die vertikale Achse so nach oben springen. Geil. Alter, jetzt, ja, mein erstes Tor. Geil. Ja, ist schön geworden. Ist ein kleines Spiel für zwischendurch. Ich glaube, es ist ein bisschen witziger, wenn man jemanden hat, mit dem man zusammen spielen kann. Aber vielleicht zocken wir es mal morgen im Büro. Ja gut, ich mache mal Feierabend für heute. Morgen muss ich wieder früh raus. Scheiße, ist schon wieder 10 vor 1, Alter. Puh, naja, ein bisschen was habe ich ja geschafft heute mit dem Tool. Wenn ihr irgendwie Ideen habt für das Tool und so, sagt gerne Bescheid. Morgen geht es wieder um 11 los mit dem Stream. Ich guck mal, wen wir noch streamen können, hosten können. Bin mal gespannt, ob noch irgendjemand auf der ganzen Welt wach ist. Elektrinchen! Ja, auf jeden Fall hosten wir Elektrinchen. Würde mich freuen, wenn ihr Elektrinchen schöne Grüße da lasst. Und wir sehen uns morgen um 11. Also ich werde ab und zu mal reinkommen und Chris und Markus begleiten. Ich bin super gespannt. Ich finde, das ist super geil. Ich weiß nicht, wer es nicht gesehen hat. Wir bauen gerade an Pixel Breeders. Das muss ich schon noch ganz kurz zeigen, weil ich finde es echt geil, was die gemacht haben. Pixel Maniacs.
also Pix Breeders ist ein Tool, bei dem du die Emotes von einem Channel, wie zum Beispiel dem Channel von Elektrinchen, nehmen kannst und sie breeden lassen kannst, also sich fortpflanzen mit einem anderen Kanal, wie zum Beispiel dem Pixelmaniacs-Kanal. Und das sieht dann zum Beispiel bei Elektrinchen so aus. Das ist ihr Icon, ihr Emote, das ist unser Emote. Und wenn die beiden kombiniert werden durch Breeden, dann kommt dieses raus. Und das ist auch ein bisschen zufällig, also wie quasi im realen Leben, dass die Eigenschaften gemischt werden. Also hier sieht man so die Augen von dem hier haben sich durchgesetzt. Es gibt auch Reziproke, glaube ich, und dominante Gene und so Krams. Die Kopfform hat sich von Sarah hier durchgesetzt. Also ich finde es echt richtig cool halt und ich bin sehr gespannt halt, wie das wird. Na gut, morgen 11 Uhr geht's wieder los. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr der Elektrinchen mal schöne Grüße da lasst. Ich muss jetzt in die Haie und mich freut sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Bis morgen!